Hallo und willkommen zu diesem Einsteiger-Guide. In diesem Teil möchte ich mit euch den Levelweg durchgehen. Das heißt, ich werde euch zeigen, auf welche Arten man leveln kann und was es da so Neues gibt auf dem Levelweg, was man vielleicht auch beim Loot zu beachten hat und so weiter und so fort. Ich habe das Ganze auch als Textguide auf meiner Webseite verfasst. Das heißt, schaut da auch mal nach, falls ihr nicht mitkommt oder falls ihr noch ein bisschen Zusatzinformationen haben wollt. Es ist in einem Videoguide immer so ein bisschen schwierig, auf alles einzugehen aus Zeitgründen, damit das Video nicht super lang wird. Das heißt, schaut da gerne nochmal nach und falls ihr darüber hinaus noch Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich gerne in den Videokommentaren stellen. Ich werde dann schauen, dass ich die so schnell und so gut wie möglich für euch beantworte. Fangen wir einmal damit an, welche Arten es gibt zu leveln. Dass wir leveln müssen, sollte eigentlich klar sein. Wir starten auf Stufe 1 und müssen dann irgendwie zur Maximalstufe kommen. Während Warlords of Draenor ist das 100 mit Legion, was jetzt am 30. August rauskommt. Vielleicht schaut ihr dieses Video auch, wenn Legion schon da ist, ist die Maximalstufe bei 110. Natürlich ist das Leveln an sich nicht einfach nur Arbeit. Es ist natürlich auch Teil des Spiels, wobei ein großer Teil natürlich noch auf dem sogenannten Endgame liegt. Also das, was dann passiert, wenn man auf der Maximalstufe angekommen ist. Aber das behandeln wir in einem anderen Video. In diesem Video soll es darum gehen, wie wir eben auf die Maximalstufe kommen. Es gibt zum einen die Möglichkeit, über Dungeons, also Instanzen, zu leveln. Wir können natürlich auch Questen oder wir können auch PvP machen, wobei PvP jetzt primär zum Leveln eigentlich nicht so geeignet ist, aber alles der Reihe nach. Fangen wir einmal mit den Dungeons an. Dungeons sind instanzierte Bereiche, deswegen werden Dungeons oft auch Instanzen oder kurz Innis genannt. Wenn ihr das mal im Chat lest, wisst ihr, was gemeint ist. Und in diesen Dungeons gibt es dann vorgefertigte Routen, auf denen dann verschiedene Bosse stehen. Und zwischen diesen Bossen sind sogenannte Trash-Gruppen. Das sind einfach kleinere Gegner, wie sie so auch in der Welt rumlaufen, die wir dann auf einem Weg von einem Boss zum anderen Boss töten müssen, die uns dann mehr oder weniger im Weg stehen. Dungeons werden in Gruppen betreten. Man kann sie zum einen einfach betreten, indem man den Instanzeingang findet. Was momentan noch schwierig ist, wenn ihr mit Legion anfangt, werden die Instanzeingänge auf den Karten markiert sein. Während Warlords of Draenor ist das noch nicht so. Ihr könnt also die Dungeons betreten. Ab Stufe 15 können wir in den ersten Dungeon gehen. Einfacher ist es aber, wenn ihr den Dungeon Browser benutzt mit der Taste I und euch zufällig in einen Dungeon schicken lasst. Dieser Dungeon Browser wird jetzt zufällig Spieler suchen, in einen Dungeon gehen immer 5 Spieler rein, nämlich ein Tank, ein Heiler und 3 Damage Dealer. Und je nachdem, was für eine Rolle ihr dann wählt, wird der Dungeon Browser euch automatisch eine passende Gruppe zusammenstellen. Beispielsweise, wenn ihr ein Tank seid, dann wird der Dungeon Browser einen Heiler und 3 DDs suchen. Wenn ihr ein DD seid, dementsprechend 2 DDs, ein Tank, ein Heiler. Ihr wisst, wie das funktioniert. Und dann kriegt ihr eine Einladung. Das kann schon mal dauern, je nachdem, welche Rolle ihr gewählt habt. Tanks sind sehr begehrt, weil das kaum einer macht oder wenige machen. Heiler geht auch noch so. Wenn ihr Damage Dealer spielt, wird es eine Weile dauern, bis ihr eine Einladung bekommt. Ihr seht an der Minimap dann so ein kleines Suchauge. Könnt, wenn ihr mit der Maus drüber fahren, auch sehen, wie die geschätzte Zeit ist. Aber mal unter uns, die stimmt so gut wie nie. Meistens dauert es länger. Wenn ihr eine Gruppe gefunden habt, kriegt ihr eine Einladung und wenn ihr die annehmt, werdet ihr automatisch in den Dungeon, den der Browser ausgesucht hat. Das sind zufällige Dungeons, man kann auch spezifisch anmelden, aber dann gehen einem die Boni verloren, die man bekommt, wenn man einen Dungeon, einen zufälligen Dungeon abschließt. Deswegen würde ich euch empfehlen,
zufällige Dungeons zu machen. Der sucht natürlich auch nur welche raus, die auf eurer Levelstufe sind, sodass ihr da nicht in irgendwelche Dungeons kommt, die für Stufe 85 oder so sind, wenn ihr erst Level 20 seid oder so. Also das macht der Dungeon Browser schon, also ihr könnt ruhig zufällig wählen. Und ja, wenn ihr dann in dieser Gruppe seid, macht ihr mit 5 Leuten diesen Dungeon, tötet die Bosse und wenn ihr fertig seid, verlasst ihr die Gruppe wieder. Jeder getötete Boss wird dann Loot fallen lassen. Was wir da beachten müssen, das klären wir dann gleich. Falls ihr in einen Dungeon kommt, in dem ihr noch nicht wart, also nicht wisst, was ihr da machen müsst, fragt am Anfang ruhig einmal nach, sagt, ich bin neu in dem Spiel, ich habe den Dungeon noch nicht gemacht, kann mir mal kurz an erklären, wie das funktioniert. Die meisten Spieler werden euch dann kurz und knapp sagen, wie das geht. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe dabei, aber wenn ihr da mal blöd angemacht werdet, dann ja, lasst euch da nicht verunsichern. Die meisten sind eigentlich ganz nett, deswegen fragt am besten nach. Dann wissen die auch, dass sie sich euch gegenüber ein bisschen anders verhalten müssen, weil es kann schon mal sein, wenn man sich ein bisschen blöd anstellt, dass man angeschnauzt wird, wenn die halt nicht wissen, dass man neu ist. Die gehen halt immer davon aus, weil die meisten WoW schon seit Jahren spielen, dass die meisten anderen auch WoW seit Jahren spielen, was aber nicht immer der Fall ist. Deswegen sagt am Anfang am besten, wenn ihr ein bisschen unsicher seid, wie es ist und dann sollte die Sache eigentlich funktionieren. Ich hatte vorhin ja bereits angesprochen, dass es, wenn man Gegner besiegt hat, Beute gibt, also Loot gibt. Und gerade wenn man in Gruppen ist, ist das immer so eine Sache, wer bekommt denn welche Beute? Mittlerweile ist es in Dungeons beispielsweise so, dass wir den Personal Loot, also persönliche Beute haben. Das heißt, das System guckt automatisch, welche Items lässt der Gegner jetzt fallen. Das sind nämlich auch immer zufällige. Also die haben schon bestimmte Items, die sie fallen lassen können, aber da aus diesem Pool, sage ich jetzt mal, die haben, lassen immer nur so 2, 3 Items fallen. Und da guckt das System, okay, was haben wir denn hier für Spieler? Welche der Spieler können diese Items gebrauchen? Und würfelt dann quasi virtuell aus. Wer das bekommt, von 1 bis 100, wer die höchste Zahl hat, bekommt das und das wird euch dann direkt oben angezeigt im Bildschirm. Trotzdem gibt es auch Situationen, zum Beispiel wenn man in Raids ist, da wird man darum gebeten zu würfeln. Heißt also, man bekommt 4 Optionen. Einmal passen, das ist so ein kleines rotes Symbol, da sagt man, ich brauche das Item gar nicht. Würfelt ihr da drum? Ich verzichte. Es gibt einmal Gier, da könnt ihr theoretisch immer drauf drücken, weil Gier einfach bedeutet, ich habe von dem Item keinen wirklichen Nutzen, aber ich würde es gern haben, um, weiß ich nicht, um es zu verkaufen, weil ich es schön finde, wie auch immer. Entzaubern ist ungefähr auf der gleichen Stufe wie Gier, nur dass ihr einfach dann direkt das entzauberte Material wieder kriegt. Entzaubern ist einfach, wenn man einen Gegenstand entzaubert, bekommt man da bestimmte Reagenzien raus, zum Beispiel bestimmte Staubarten, die dann von Verzauberern verarbeitet werden können beispielsweise, die können auch entzaubern. Aber ihr, wenn ihr selber kein Entzauberer seid, ist es vielleicht ganz praktisch, sich die Reagenzien so geben zu lassen, weil man die vielleicht teurer dann im Auktionshaus verkaufen kann oder wie auch immer. Die letzte Methode ist Bedarf und Bedarf drückt ihr wirklich nur, wenn ihr da auch wirklich was von habt, von diesem Item. Also wenn es euch wirklich, sagen wir mal, es ist Ausrüstung, es bringt euch wirklich was, dann drückt ihr Bedarf oder es ist ein Reittier, was ihr wirklich noch nicht habt, dann drückt ihr Bedarf, denn die Sache ist, Bedarf ist ja höher gewertet als die anderen Würfelmethoden. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ihr in einer Fünfergruppe seid, 4 Leute drücken auf Gier meinetwegen und ihr drückt Bedarf, dann fallen die direkt raus, weil das System dann eure Wahl, weil ihr Bedarf auf dieses Item habt und das nicht nur aus irgendwelchen anderen Gründen haben wollt, bekommt ihr das Item. Wenn jetzt zum Beispiel 2 Bedarf drücken, 3 Gier, dann wird das unter denen, die Bedarf gedrückt haben, nochmal ausgewürfelt. Aber trotzdem, wie gesagt, drückt nur Bedarf, wenn ihr da auch wirklich was von habt. Natürlich kann es passieren, dass man aus Versehen mal da drauf drückt. Man kann das hinterher auch noch handeln, wenn man in der Gruppe ist. Aber achtet da wirklich drauf, fair miteinander umzugehen. Und drückt da wirklich nur drauf, wenn ihr
da auch wirklich dann Bedarf habt auf dieses Item. Der zweite Weg zu leveln geht über Quests. Quests sind Aufgaben, die wir von NPCs erhalten. Die NPCs haben dann ein orange-gelbenes Ausrufezeichen über dem Kopf. Die könnt ihr anklicken und dann je nachdem, wie viele Quests die haben, könnt ihr euch ein oder mehrere davon aussuchen. Und ja, da wird euch dann drin beschrieben, was ihr machen müsst. Meistens sind das so Sachen wie töte hier die Gegner, geh dahin, sammle dies und das ein. Ist aber relativ einfach rauszufinden, was man da machen muss. Es wird auch auf der Minimap bzw. auf der großen Map dann angezeigt, wo ihr da genau hin müsst. Und dann könnt ihr die ganzen Quests erledigen und könnt dann anschließend zurückkehren. Wenn ihr Quests bei einem Questgeber erledigt habt, wird über dem Questgeber ein orange-gelbenes Fragezeichen sein. Da seht ihr direkt, okay, da muss ich hin, da kann ich Quests abgeben. Wenn ihr die Quest abgebt, bekommt ihr meistens Erfahrungspunkte und hier und da gibt es schon mal ein paar Items dazu oder diverses Zeug dann. Das steht aber auch schon vorher, wenn ihr die Quest annehmt, was die Belohnungen sind, die ihr dann dafür kriegt. Man kann natürlich das Questen und das Dungeonlaufen kombinieren. Ihr könnt euch zum Beispiel für einen Dungeon im Dungeon-Browser anmelden und könnt dann nebenbei questen, bis die Einladung kommt. Ich finde eine Kombination immer ganz nett, weil man sonst ständig dieselben Dungeons läuft. Andererseits ist Questen an sich auch ein bisschen langweilig die ganze Zeit durch, auch wenn man sich das alles durchliest und die Geschichte so mitkriegt, weil jede Questreihe, eine Questreihe sind ja mehrere zueinander gehörende Quests, die hintereinander abfolgen. Die erzählen dann so kleine Geschichten und so, ist ganz nett, aber ab und zu mal ein Dungeon einwerfen ist auch ganz nett. Von daher, so eine Kombination finde ich eigentlich immer ganz nett, aber man kann auch nur komplett über Quests oder nur komplett über Dungeons theoretisch, wenn man einmal Level 15 ist, dann leveln. Das geht, das ist eigentlich euch überlassen, was ihr da lieber macht. Es gibt auch NPCs, die haben blaue Ausrufezeichen über dem Kopf. Das sind sogenannte Dailies, also tägliche Quests. Die könnt ihr jeden Tag abschließen. Nehmen wir mal an, da ist einer, der hat die Daily für euch. Geh und töte 20 Drachen. Die macht ihr dann, gebt die ab und am nächsten Tag werdet ihr die wieder machen können. Manchmal ist es eine andere. Es gibt zum Beispiel auch Ruffraktionen, da macht man das bei Dailies, dass man, wenn man die Daily abschließt, Rufpunkte kriegt und dann im Ruf aufsteigt, bis man dann irgendwann ehrfürchtig bei denen ist. Da gibt es mehrere Stufen dazwischen. Und da je höher man im Rang ist, desto mehr Dailies bekommt man auch und dann ja, kann es schon mal sein, dass man, dass die sich auch so ein bisschen abwechseln, dass man einmal die Daily hat, töte 20 Drachen, in der nächsten ist es dann, hol mir 10 Dracheneier beispielsweise. Das wechselt sich ab, also blaue Ausrufezeichen, da könnt ihr ruhig dann öfter mal hingehen, wenn ihr das denn wollt, ihr müsst natürlich nicht und könnt die dann jeden Tag machen, diese Quest ist ganz nett, weil es dann immer derselbe Ablauf ist, weil es exakt dieselbe Quest ist. Da ist man dann schnell mit durch. Je höher man dann bei bestimmten Fraktionen ist, bekommt man irgendwelche bestimmten Belohnungen. Meistens wird das über Händler gemacht, dass man dann Händler freigeschaltet kriegt von der Fraktion, die dann Haustiere, Spielzeuge, Mounts beispielsweise oder halt auch irgendwelche anderen nützlichen Dinge verkaufen. Es gibt durchaus im Endgame besonders auch Fraktionen, die muss man mehr oder weniger dann ja auf ehrfürchtig bringen, mehr oder weniger, damit man da halt irgendwelche Raid-spezifischen Items kriegt. Nicht, weil man sonst im Raid überhaupt nicht reinkommt, sondern weil man da dann einfach besser mit unterwegs ist. Was Raids sind, werden wir uns auch nochmal in einem anderen Video anschauen. Als nächstes kommen wir dann einfach mal zum PvP. Im PvP tretet ihr auf speziellen Schlachtfeldern als eine Gruppe gegen eine andere Gruppe der anderen Fraktion an. Das heißt, wenn ihr jetzt Horde spielt, dann kommt ihr in eine Gruppe nur aus Horde-Spielern und tretet an gegen eine Gruppe aus Allianz-Spielern. Je nach BG, also je nach Battleground,
also je nach Schlachtfeld abgekürzt werden diese Schlachtfelder immer mit BG. Also wenn ihr das irgendwo lest im Chat, dann wisst ihr auch hier, was gemeint ist. Je nach BG, wie gesagt, sind das unterschiedlich viele. Es gibt auch dann unterschiedliche Ziele. In dem einen Battleground ist es vielleicht so, dass man zum Beispiel in der Kriegszone mit Schlucht Flaggen holen muss, dreimal eine Flagge von der gegnerischen Basis in seine geholt haben muss. Es gibt aber auch BGs wie das Arati-Becken, wo man dann Punkte bekommt, wenn man bestimmte Stützpunkte hält und dann ja einfach gucken muss, wo verteidigt man die, wo greift man vielleicht Stützpunkte von den ja momentanen Gegnern an. Ist eine nette Sache. Man bekommt auch Erfahrungspunkte, sowohl wenn man verliert als wenn man auch gewinnt, aber logischerweise bekommt man mehr, wenn man gewinnt. Man kann durchaus auch über PvP leveln, aber ich glaube, man kommt da eher langsam mit voran, weil man halt nicht diese garantierte Erfahrung hat, sondern nur wenn man gewinnt. Und wenn man ein paar Mal hintereinander verliert, ist es dann immer so eine blöde Sache. Wenn ja, man kommt halt nicht wirklich richtig voran. Also PvP kann man durchaus mal machen zwischendurch. Wie gesagt, wenn man alles so ein bisschen mixt, ist das ganz cool. Aber nur durch PvP-Leveln ist, glaube ich, nicht allzu schlau. Während des Levels wird euch auffallen, dass manche Items eine andere Farbe haben. Zumindest, dass der Name anders eingefärbt ist. Das hat was mit der Qualität bzw. der Seltenheit zu tun. Dabei gilt, grau geschriebene Items haben eine schlechte Qualität, sind dementsprechend häufig. Weiß sind gewöhnlich auch noch relativ häufig, also nichts Besonderes. Grün sind schon ein bisschen besser, da werdet ihr wahrscheinlich viele von anhaben während des Levels. Blau sind seltene Items, die sind mehr oder weniger, wenn ihr dann auf Maximallevel seid, Standard. Also ihr habt quasi nur blaue Sachen an. Lila sind epische, das sind schon die besseren Sachen. Orange sind legendäre, es gibt zum Beispiel während Warlords of Draenor den legendären Ring, das ist zum Beispiel so eins, und beige sind Erbstücke. Erbstücke geben euch prozentuell mehr Erfahrung, wenn ihr sie anhabt, aber das ist mehr was für Zweit- und Drittcharaktere gedacht, also die werdet ihr beim Leveln nicht wirklich haben, die droppen auch nicht, die muss man sich kaufen, deswegen ist das eher was, wenn ihr schon einen Charakter auf Maximallevel habt und euch die dann für einen Zweitcharakter holt. Also da muss man jetzt nicht wirklich drauf achten. Zudem gibt's noch die Unterscheidung in seelengebundene und quasi nicht seelengebundene. Es gibt Items, da steht dran, wird beim Aufheben gebunden, und es gibt Items, da steht dran, wird beim Anlegen gebunden. Beim Aufheben seelengebunden heißt, sobald ihr das Item in den Beutel kriegt, ist das auf euren Charakter seelengebunden. Ihr könnt das nicht weiterverkaufen oder sonstiges. Beim Anlegen gebunden heißt, das wird erst an euren Charakter gebunden, wenn ihr das angezogen habt. Also wenn ihr das im Beutel habt, könnt ihr das noch verkaufen. Sobald ihr es anzieht, nicht mehr. Das ist halt wichtig, falls ihr das nachher nochmal verkaufen wollt, müsst ihr darauf achten, was da drauf steht, damit ihr das nicht aus Versehen anzieht und dann das nicht mehr loswerdet. Bei eurer Ausrüstung müsst ihr zudem noch darauf achten, dass die Haltbarkeit hat. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr sterbt, wird da ein gewisser Wert abgezogen, und wenn der auf 0 ist, ist der Gegenstand so gesehen kaputt. Natürlich ist er dann nicht weg, ihr könnt den reparieren. Es gibt Schmieden überall in Hauptstädten und so. Man sieht das an einem Amboss, der da rumsteht, und da steht dann NPC. Wenn man mit der Maus drüber fährt, ist da so ein kleiner Amboss, und bei dem kann man seine Sachen reparieren lassen gegen einen kleinen Goldbetrag. Ich weiß gerade nicht, wie viel es kostet, aber es ist echt nicht viel. Das heißt, wenn euch mal irgendwie eure Waffe kaputt geht und ihr nicht mehr richtig zuhauen könnt, ist das sehr ärgerlich. Deswegen guckt zwischendurch immer, wenn ihr an so einem Amboss-Kerl da vorbeikommt, dass ihr dann einfach mal repariert zwischendurch, dass ihr gar nicht auf null sinkt. Dann braucht ihr auch nicht unnötige Wege laufen, wenn dann unterwegs irgendwann mal irgendwie eine Waffe oder so kaputt geht. Natürlich, wenn Gegenstände von euch kaputt sind, wenn eure Rüstung größtenteils kaputt ist, dann bekommt ihr auch mehr Schaden, weil die Rüstung natürlich die ganzen Schläge von den Gegnern nicht mehr so abhält wie vorher.
Ist also immer gut, wenn man darauf achtet, dass die Haltbarkeit relativ hoch gehalten wird bei eurer Ausrüstung. Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass ihr auch mal sterbt, wenn ihr euch ein bisschen überschätzt habt oder zum Beispiel in einem Dungeon an einem Boss sterbt. Kommt halt vor, ihr sterbt und werdet in die Geisterwelt geschickt. Ihr werdet dann an dem nächstmöglichen Friedhof als Geist wieder auferstehen. Dann ist alles so ein bisschen bläulich, weißlich und so weiter. Friedhöfe gibt's eigentlich überall in der Welt. Die sind eigentlich ganz gut angeordnet. Ihr seid jetzt in diesem Totenzustand und müsst euch natürlich am besten irgendwie wiederbeleben, weil ihr wollt ja noch weiterspielen. Es gibt dazu mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, wenn ihr in einer Gruppe seid, werdet ihr von einem Heiler wiederbelebt. Ist bei Dungeons beispielsweise meistens der Fall, wenn nicht alle sterben, sondern nur ihr, dass ihr dann wiederbelebt werdet. Wobei das auch immer drauf ankommt. Ich weiß es nicht, wie das bei den Klassen ist, ob die jetzt alle von Anfang an direkt schon ihren Wiederbelebungszauber haben. Aber ihr könnt ja auch mal nachfragen. Wie gesagt, Sprechenden kann geholfen werden. Die zweite Möglichkeit ist, ihr lauft zu eurem Leichnam. Wenn ihr in einem Dungeon sterbt, müsst ihr zum Dungeon-Eingang laufen und sobald ihr den Dungeon betretet, steht ihr am Eingang des Dungeons und seid wiederbelebt. Wenn ihr in der freien Welt sterbt, dann müsst ihr halt dahin laufen, wo zu der Stelle, wo ihr gestorben seid. Falls ihr euch nicht mehr dran erinnern könnt oder euch gerade nicht orientieren könnt, weil der Friedhof irgendwo ist, wo ihr noch nicht wart, dann ist das kein Problem, denn auf der Karte wird euch das symbolisiert, wo euer Leichnam liegt. Ich glaube, so ein kleines Kreuz oder ein Sarg ist das. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber man sieht eindeutig, wo der Körper dann liegt. Ihr lauft dann dahin, dann werdet ihr gefragt, möchtet ihr euch wiederbeleben? Dann drückt ihr auf Annehmen und ihr lebt wieder. Die dritte Möglichkeit ist, an dem Friedhof, an dem ihr dann steht, ist so ein Geistheiler, so eine Geisterfrau. Die könnt ihr ansprechen und sagen, belebt mich wieder. Dann werdet ihr an diesem Friedhof wiederbelebt. Die Sache ist nur, das hat ein paar Nachteile. Denn zum einen wird eure Rüstungshaltbarkeit um 10% verringert, zusätzlich zu dem, zu der Verringerung, die ihr schon bekommen habt durch den Tod, also nochmal 10% mehr, und eure Attribute werden 10 Minuten lang auch nochmal verringert. Hat also Nachteile, wenn ihr euch bei diesem Geistheiler wiederbeleben lasst. Heißt also, ich würde mich an eurer Stelle nur an so einem Geistheiler wiederbeleben lassen, wenn es wirklich nicht anders geht oder wenn ihr absolut keine Lust habt, so einen weiten Weg zu laufen, ne, wenn ihr das in Kauf nehmen wollt, dass eure Attribute und so verringert werden, müsst ihr selber wissen, aber der beste Weg ist eigentlich immer, zum Leichnam zurückzulaufen oder eben sich von einem Gruppenmitglied dann heilen zu lassen, wenn es geht. Während des Levels erreicht ihr natürlich neue Level, deswegen heißt es ja Leveln, und ab und an bekommt ihr dann einen neuen Talentpunkt, möchte ich es gar nicht nennen, weil so ein wirklicher Talentpunkt ist es nicht. Ihr bekommt mehr oder weniger dann Talentreihen freigeschaltet. Bei WoW ist es mittlerweile so, dass wir keinen Talentbaum mehr haben, sondern einfach nur für ein bestimmtes Level eine Talentreihe freigeschaltet kriegen, wo wir eine von drei Talenten auswählen können. Heißt also, ihr lest euch die am besten durch oder schaut in einem Klassenguide nach, was praktisch ist, wobei das beim Level noch nicht so wichtig ist. So wirklich auf die Skillung sollte man erst achten. Man kann es natürlich auch vorher machen, aber so wirklich wichtig wird es erst im Endcontent, wenn man Maximallevel ist. Aber es schadet natürlich nicht, sich da vorher schon mal mit zu beschäftigen. Und dann setzt ihr einen Talentpunkt oder wählt ein Talent aus, was euch gefällt oder was nützlich ist. Und spielt dann weiter. Talentpunkte oder Talentreihen an sich bekommt ihr relativ selten mittlerweile freigeschaltet, weil es nicht mehr so viele gibt. Früher gab es relativ große Skillbäume mit relativ vielen Punkten, die man da reinsetzen konnte. Da hat man relativ oft dann Skillpunkte gekriegt. Mittlerweile ist es so, dass man diese Talentpunkte relativ selten kriegt. Ich finde das ein bisschen unglücklich, weil das nimmt die Motivation einfach so ein bisschen raus. Aber ist halt nun mal so. Dafür kriegt ihr zwischendurch immer mal wieder eine neue Fähigkeit dazu und so. Ihr bekommt auch immer, wenn ihr ein Level aufsteigt,
dann angezeigt, Level so und so erreicht und dann, wenn ihr was Neues bekommen habt, steht das da auch auf dem Bildschirm. Also es wird euch nicht passieren, dass ihr da 50 Level levelt und gar nicht mitkriegt, dass ihr da irgendwie eine neue Fähigkeit habt oder so. Also da braucht ihr keine Angst zu haben. Auf Stufe 25 kriegen wir die ersten Glyphenplätze freigeschaltet. Glyphen sind so Papierrollen, die von Inschriftenkundern hergestellt werden können. Und die verändern so ein bisschen Fähigkeiten, dass die ja entweder Zusatzeffekte bekommen oder einen etwas anderen Effekt kriegen oder dass die Abklingzeit beispielsweise, also die Zeit, die eine Fähigkeit braucht, um wieder aufzuladen, bis man die wieder einsetzen kann, die wird dann vielleicht verringert. Das ist je nach Klasse und je nach Glyphe anders. Zudem unterscheiden wir zwischen geringen und erheblichen Glyphen. Geringe Glyphen sind in 90% der Fälle kosmetischer Natur. Das heißt, die lassen Fähigkeiten ein bisschen anders aussehen. Oder die, ja, beim Todesritter mal als Beispiel gibt's die Armee der Toten. Das sind so verschiedene Skelette, die man rufen kann. Die kämpfen eine Zeit mit sich. Und mit der Glyphe sehen die nicht alle gleich aus, sondern jedes Skelett sieht so ein bisschen anders aus. Und der ruft auch andere Kreaturen dabei und so. Das wäre ein Beispiel für eine geringe Glyphe. Erhebliche Glyphen ändern dann wirklich die Fähigkeiten, wie ich das gerade erwähnt hatte, dass die Abklingzeit verändert wird oder dass die Fähigkeit generell ein bisschen verändert wird. Das, ja, lest euch die Glyphen durch, dann seht ihr, was ich meine. Wichtig ist nur, dass wir auf Stufe 25 die ersten kriegen, auf 50 kriegen wir die nächsten Plätze und auf 75 dann haben wir dann alle Glyphenplätze freigeschaltet. Ihr könnt die Glyphen aus dem AHA kaufen oder bei Inschriftenkundlern direkt kaufen. Oder wenn ihr Inschriftenkundler gewählt habt als Beruf, könnt ihr euch die natürlich selber herstellen. Sobald ihr die einmal gelernt habt, könnt ihr die, habt ihr die in dieser Liste und könnt die tauschen, wie ihr möchtet. Ihr braucht, glaube ich, weiß gerade nicht, wie es mit Legion ist, aber ihr braucht da so ein Reagenz für Staub. Das gibt's beim Verzauberungskunsthändler, kann man das kaufen. Aber ich glaube, das steht da auch bei. Also Glyphen sind ganz nett, um seinen Charakter so ein bisschen noch zu verbessern, so das letzte Quäntchen rauszuholen. Ob man das jetzt beim Leveln unbedingt braucht, sei mal dahingestellt. Schaden tut sicherlich nicht. Und wenn man sich so ein bisschen schon mal vorab damit beschäftigt, ist das sowieso immer gut. Damit sind wir dann am Ende dieses Teils der Einsteigerreihe. Falls ihr noch Fragen habt, wie erwähnt, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Falls ich etwas nicht ausführlich genug war, dann fragt da gerne nochmal nach. Oder falls ihr noch Nachfolgefragen habt oder was nicht richtig verstanden habt. Ich, wie gesagt, bemühe mich, euch da weiterzuhelfen. Ansonsten, wie gesagt, schaut einfach mal auf der Webseite nach. Vielleicht steht das da ein bisschen ausführlicher und ihr könnt da noch ein paar Informationen rausziehen. Falls euch das Ganze weitergeholfen und gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sowie ein Abo freuen. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne meinen Kanal weiterempfehlen, falls euch das hier, wie gesagt, gefallen hat. Das würde mich freuen, wenn das so ein bisschen die Runde macht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen bei euch und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein.